Der Traum von der freien Fahrt bis ans Ende der Welt ist auch im Wilden Osten amerikanisch. Gestern am Schleizer Dreieck, irgendwo in den unendlichen Weiten zwischen Zwickau und Suhl. Rund 200 Asphalt-Cowboys waren dem Ruf zum ersten internationalen US-Car-Treffen des American Car Clubs Thüringen gefolgt. Das ist ganz fantastisch, also unwahrscheinlich. Das ist man noch gar nicht gewöhnt. Wir sind ganz begeistert. Wir sind zwar gerade erst gekommen, wir haben noch gar keinen richtigen Überblick verschaffen können. Es ist wunderbar, dass sowas mal organisiert werden könnte. Wir sind begeistert. Was gefällt Ihnen an den Autos? Ja, insgesamt, also diese Großraumfahrzeuge, das ist wunderbar. Wir sind immer so ein bisschen vom Grundraum aus in diese Richtung eingerichtet. Und jetzt das mal so richtig nah zu sehen und zu erleben, das ist schon eine tolle Sache heute. Die Fahrt auf den Campingplatz der unbegrenzten Möglichkeiten eröffnet auch den Frauen vollkommen neue Perspektiven. Als Politessen für das, so die Veranstalter, beste Stück ihrer Männer. Wir fahren auf den Platz und putzen. Meistens noch mal zu Hause, wenn wir wieder zu Hause sind. Und es hat unterwegs geregnet oder lange Fahrt, wird er wieder geputzt. Also putzen, so eine ziemlich einzige Arbeit jetzt noch mit. Jetzt ist er so an sich gemacht. Es sind immer noch ein paar Ecken, die noch gemacht werden müssen. Aber putzen ist das jetzt. Und das ist dann Ihre Aufgabe? Ja, richtig. Zu was ist man dabei als Frau? Ich meine, man muss dazugehören. Man muss Spaß machen, das ist ganz wichtig. Ja, und mir macht Spaß auf jeden Fall. Doch längst nicht jeder lässt eine Frau so nah an sich rankommen. Vor allem dann nicht, wenn es tief drinnen in der Seele so aussieht wie im Auto. Da hilft nur Beten. Vater unser, der V8 grüßes, grüße unser, geheiligt werde dein Big Block. Deine Beschleunigung komme, deine Geschwindigkeit geschehe, auf der Autobahn sowie auf der Landstraße. Unser täglich Super gib uns heute und vergib uns unsere Flammenrohre, sowie auch wir vergeben den japanischen Blechkisten. Führe uns nicht in Polizeikontrollen, sondern erlöse uns von den TÜV-Beamten. Denn dein sind Pferdestärken, Kubik-Inches, Vergaser und offene Luftfilter vom Start bis zum Ende. Amen. Auch Mike Baumann hat viel gebetet, früher im Trabantenstaat DDR. Sein Reich ist gekommen, sein Wille geschehen. Seine Religion heißt Pontiac Trans Am und hat 217 PS. Wenn er den Motor startet, muss Gott dem Rest der Welt gnädig sein. Burn Rubber, verbrenn Gummi, lautet sein Glaubensbekenntnis. So richtig in Fahrt kommt er dann manchmal ins Grübeln. Top Speed läuft so ein Teil ungefähr 230 bis 240 Stundenkilometer schnell. Und das Feeling ist halt, wie gesagt, mit nichts anderem zu vergleichen. Ja, also man kann das ungefähr vergleichen mit einem richtig guten, geilen Sex. Oder wie gesagt, mit einer geilen Nummer. Ne? Das Feeling, ne, wenn man das so hört, ich mach mal kurz ein bisschen Gas. Ne? Das ist halt mit nichts anderem zu vergleichen. Ne? Doch nicht nur im Osten bleibt im Rausch der Geschwindigkeit einiges auf der Strecke. Amateurrennfahrer auf der Nordschleife des Nürburgrings. Um 18, 19 Uhr, da sind wir schon hier drüber gejagt. Da sehen Sie auch hier überall, wo diese ganzen Beschriftungen auf der Strecke sind. Die sind auf der ganzen Strecke drauf. Wo überall die ganzen Unfälle damals passiert sind. Also, wenn wir da sehen, so ein Rollstuhl oder was. Das sind da, wo die Leute überall verunglückt sind früher. Josef Seemüller, ein Münchner Gastronom, kommt mindestens einmal pro Jahr in die Eifel, um auf der legendären Rennstrecke ein paar Runden zu drehen. Schließlich kann er seinen 270 PS starken Porsche Turbo im Straßenverkehr kaum richtig genießen. Auch wieder ein Vollgasstück. Auch wenn es ein bisschen kurvig ausschaut. Aber es geht absolut voll. Aber da braucht man ein bisschen Mut. Ja, ich glaube, das Automobil spielt bei uns heute in der Gesellschaft so eine große Rolle, dass man sagen muss, es ist fast noch wichtiger, als dass man gut Tennis oder Golf spielen kann, wenn man eigentlich gescheit Auto fahren kann. Nur die wenigsten können es. Dererlei Kraftmeierei ist dem Münchner Modezar Rudolf Mooshammer aus ästhetischen Gründen zuwider. Wenn Sie älter sind
Und sie steigen in ein so junges Auto, was ein Porsche ja ist. Das ist ein junges, schnittiges, sportliches Auto für junge Leute. Jetzt wird er meistens von älteren Herren gefahren. Und wenn die sich dann etwas beleibt in das niedrige Auto hineinschälen oder herausschälen, dann muss ich sagen, dann hört der Sexappeal irgendwo auf. Das ist nur schick, wenn junge Leute ihn fahren, aber nicht, wenn sie älter sind. Und da finde ich es viel nobler und viel eleganter und viel schöner auch für einen selbst, wenn sie ein dementsprechendes, nobles, elegantes, niveauvolles Auto haben, wie den Rolls-Royce zum Beispiel. Bei Auto Becker in Düsseldorf gibt es viele flache Flitzer für junge, schlanke Menschen. Auch zu erschwinglichen Preisen in der Gebrauchtwagenabteilung für Luxuskarossen. Junge Paare mit begrenztem Einkommen geraten hier schon mal aus der Spur. Das ist er, ja? Richtig, das ist er. Der Preis, den haben wir ja gesehen, 69.000 Mark. Ist also nicht schlecht. Hätten Sie gedacht, dass er mehr kosten wird? Also ich war, ich kann sagen, vor einer Woche bei Ihnen, da standen 87er für 65. Mhm. Das ist ein 90er, also ist für den Preis, also kann man nicht sehen, kann man nicht meckern. Ist also wirklich. Also, für die Verhältnisse. Wir sie jetzt auch? Oder müssen wir noch warten? Wir müssen noch warten. Männerträume, ausgebremst von einer Frau. Sie wissen ja, wie die Frauen sind. Wenn sie also sagt, jetzt nicht, dann kann man so schlecht sagen. Nicht alles auf einmal. Mögen Sie das Auto nicht, oder? Doch, natürlich. Aber nicht alles. Oder ist der Preis zu hoch? Für mich doch, für meinen Mann nicht. Na, du hast ja gehört, der Bäcker hat gesagt, der macht dann vielleicht noch was, ne? Mit den Preisen, ne? Wer mit eigenem Gefährt an den Eifel-Klassik-Tagen am Nürburgring teilnimmt, ist auf Sonderrabatte des Autohauses Bäcker nicht mehr angewiesen. Dieser hier hat in England rund 300.000 Pfund gekostet. Das ist für ein solches Auto eigentlich ein ganz günstiger Preis. Geld spielt hier keine Rolle, Hauptsache, man kommt richtig zur Geltung. Es ist ein Veritas. Baujahr 1949. Können Sie sich so einen Spaß erlauben? Ja, das, wie man sich sowas erlauben kann, das weiß ich auch nicht. Man findet sowas und baut das wieder neu auf. Und ja. Du verdienst eine Menge Kohle. Ja, das ist auch richtig. Ja. Die Fahrerin dieses Wagens hat auch viel Geld verdient. Verkehrssicher ist sie deshalb noch lange nicht. Ferrari ist mein Wagen nur von der Optik her. Also zu fahren ist er für mich persönlich viel zu schwer. Und ist mir persönlich auch zu laut. Aber normalerweise ist es natürlich so, dass es gerade das Laute beim Ferrari ist, was den Reiz bei Männern ausmacht. Ne? Und worauf kommt es beim Fahren? Ah! Oh, Scheiße. Ich bin fast in die Hose gegangen, ne? Mein Gott. Hier schmeckt es. Das war knapp, ne? Dass Frauen nicht nur mit Autos grausam und gefühllos umgehen, gilt beim USK-Treffen in Thüringen als gesicherte Erkenntnis. Das Auto geht erst dann weg, rennt dir weg, wenn du es verkaufst. Ja? Und die Frau rennt dir weg, wenn du kein Geld mehr hast. Verstehst du? Das ist das Problem mit der ganzen Sache. So ein Auto hast du dein Leben lang, wenn du das möchtest. Wenn du das irgendwie finanziell auch in die Wege leiten kannst, mit einem Ersatzteil und alles im Zeug, was da in Kosten. Aber eine Frau, siehst du doch heute da, in dem Fall, die heiratste und dann lässt sie dich sitzen oder du hast den Schnauze voll von derjenigen und das bringt nichts. Dabei sind manche Autos für ein Leben zu zweit wie geschaffen. Ich habe praktisch jetzt 2.500 Arbeitsstunden etwa reingesteckt ins Auto. Ist aufgebaut mit Kostenaufwand von 20.000 Mark etwa. Und wir haben uns das jetzt ausgebaut. Das war praktisch schrottreif, dieses Auto. Aufgebaut von Grund auf, Innenausstattung selbst gemacht. Aber das ist unser Maskottchen und von der Sache her ist das ein Gefühl von Freiheit, wenn man hier durch die Botanik gießt. Ne? Unser Traum ist in Erfüllung gegangen. Ne? Wir haben unseren Traum uns erfüllt und wir fühlen uns wohl dabei. Eine coole Sache. Doch solche Fälle sind die Ausnahme. Denn unter den meisten Motorhauben ist nur Platz für ein einziges Herz.
Das erste Geld, was ich hatte, habe ich für so Auto ausgegeben. Das ist das vierte. Gibt nichts anderes. Das ist total wurscht, wie viel Sprit da braucht. Und das interessiert kein Schwein. Entweder willst du ein Ding fahren oder nicht. Die anderen fahren Twingo. Naja. Oder Clio. Jeder hat seins. Gell. Aber das ist. Da steckt im Blut, da bist du verseucht. Das hast du immer gehabt, immer gesehen, immer gefahren, gehört. Das aus. Und dann verlassen die Cowboys die Wagenburg. Indianer sind keine zu sehen.